So sieht Erleichterung aus. Der SV Heimstetten feiert den ersten Sieg im Jahr 2020. Der Abstiegskandidat gewinnt gegen die Schnüde, die als Tabellenzweiter und als Favorit in den Sportpark gereist waren. Und wie fühlt sich diese Erleichterung so an? Sehr geiles Gefühl, auf jeden Fall. Daheim, direkt, wir haben sie alle vermisst nach der langen Winterpause. Geil. Der Winter macht sich aber zwischendurch schon noch bemerkbar. Immer wieder hagelt es auf das Heimstädter Grün, wo zunächst die grünen Gäste den besseren Start erwischen. Schweinfurt von rechts nach links, 18. Minute, herrlich durchgesetzt, herrlich durchgesteckt für Mohamed Avatar. Und der scheitert am noch herrlicheren Reflex von Maxi Riedmüller. Riedmüller wehrt die Riesenchance ab, der Nachschuss ist dann kaum noch gefährlich. Aber die Richtung hier ist gleich klar. Schweinfurt spielt auf Sieg, Riedmüller bewahrt seine Heimstädter vor eben jenem. 29. Minute, Kretschmer scheitert an Riedmüller. Viel mehr passiert in der ersten Hälfte nicht. Schnüdeltrainer Tobi Strobel geht frohen Mutes in die Pause. Viel verändern müssen seine Schweinfurter ja auch nicht. Nur eben ihre Chancen nutzen. Genau das aber verpassen sie. 48. Minute, auch die erste Chance nach dem Seitenwechsel gehört Avatar. Auch diese pariert Riedmüller. Heimstettens Fans können bislang nur sich selbst und ihren Torwart feiern. Doch das ändert sich in der 66. Minute. Riglewskis Freistoß wird zu kurz geklärt, da steht Moritz Hannemann und macht kurzen Prozess. Der erste richtige Torschuss von Heimstetten sitzt gleich, Hannemanns Schuss wird noch leicht abgefälscht und so unhaltbar für Jan Reichert im Schnüdelkasten. Während Heimstetten Hannemanns erstes Saisontor bejubelt, schauen wir nochmal drauf. Billig köpft den Ball nicht weit genug raus, Hannemann sagt Danke. 66. Und an der Schnüdelbank nimmt Strobel den Rückstand gelassen hin. Seine Mannschaft genauso. Schweinfurt spielt unbeeindruckt weiter nach vorne. Doch Kretschmers Freistoß in der 70. verfehlt genauso den Ausgleich wie 2 Minuten später Kretschmers Schuss aus kurzer Distanz. 84. Minute, zur Abwechslung mal wieder Heimstetten. Mal wieder zieht Hannemann ab, Reichert hält ihn nicht fest und Karl Weser steht goldrichtig. 2-0 Heimstetten durch den Mann, der so lange verletzt war. Den Mann, der überhaupt noch nie in der Regionalliga Bayern getroffen hat. Karl Weser, der Mann, der sich ein Sonderlob verdient hat. Karl Weser, der jetzt lang verletzt war, der hat das letzte Spiel, war das erste Spiel in Hauptstadt damals, hat sich dann verletzt, ist operiert worden und durfte heute überraschend unter den ersten 11 stehen und hat dann seine Leistung letztendlich gekrönt durch Tor. Das ist natürlich sensationell. Am schon auch etwas sensationellen Dreier für Heimstetten ändert Schweinfurt nichts mehr. In der Nachspielzeit schafft es Florian Pieper dann doch noch, Riedmüller zu überwinden. Piepers Tor aber bleibt Kosmetik. Und die Punkte, die bleiben im Sportpark. Für den SVH im Abstiegskampf nicht unwichtig. Ja, auf jeden Fall enorm wichtig. Ich meine, wir hatten jetzt auch gerade viele Ausfälle und so weiter und das dann gerade gleich im ersten Spiel so gut klappt, das gibt natürlich nochmal einen Push für die kommende Rückrunde. Mit diesem Push zu starten hat Schweinfurt nun verpasst. Dabei wollten die Schnüdel doch da sein, falls Türkgücü, der souveräne Tabellenführer, mal patzt, oder? Das interessiert uns wirklich null. Ob sie heute unentschieden gespielt haben, gewinnen, verlieren, es muss um uns herum gehen. Und die Mannschaft hat zu viel von Türkgücü gehört, wir haben zu viel davon gehört und das sind Faktoren, die uns dann nicht gut tun. Und dann passiert sowas wie heute. Sowas wie heute, was Heimstetten zumindest vorübergehend auf einen Nicht-Abstiegsplatz hieft.